Über 400 Millionen Euro hat alleine Vonovia durch Börsengang letztes Jahr an ihre Aktionäre ausgeschüttet. Das steht halt auch in deren eigenen Berichte, aber wenn Aktionäre doch so zufrieden sind, dann müssen doch die Mitarbeiter auch zufrieden sein und genau darum dreht sich das Video. Auf der linken Seite haben wir auf der www.iz-jobs.de Karriere hier einen Beitrag und auf der rechten Seite haben wir auf www.faz.net aktuell auch einen Bericht, das wollte ich Ihnen gerne mal zeigen und zwar der Chef von Vonovia, Herr Rolf Buch, hat ein Jahresverdien von 2,86 Millionen Euro. Das muss man sich mal vorstellen. Ich werde das mal ausrechnen. 6 weg. Ich muss mal gucken, dass ich mit 0 noch richtig bleibe. Genau, das ist das, was er verdient, geteilt durch 12 Monaten. Er hat einen monatlichen Verdienst von 233.000 Euro. Selbst wenn er 33.000 Euro an Steuern abdrücken würde, hat er immer noch 200.000 Euro im Monat auf der Hand. Das ist natürlich sehr viel. Da muss man sich fragen, warum sind dann die Mitarbeiter so zufrieden, wenn der Chef schon so viel einsteckt. Und wir haben hier eine Auswertung von Gehaltszufriedenheitsindex. Man sieht, Volkswagen-Mitarbeiter sind am zufriedensten, SAP, Beiersdorf, Infione, dann kommt BMW, Daimler. Und wissen Sie, wer die unzufriedensten Mitarbeiter sind? Genau, das sind die von Vonovia. Der Stand ist 1.1.2015 bis 31.12.2016. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jetzt irgendwas daran geändert haben sollte. Wenn wir auf Sternseite gehen, steht ja deutlich, Vonovia, das Erfolgskonzept von Deutschland, umstrittenem Vermieter. Wenn wir herunterkommen, sieht man, dass Vonovia mit der Umfrage auf Platz 22 von 30 ist. Also sie haben sich wenigstens mal um, ich sag mal, 8 Plätze gebessert, aber sie sind immer noch schlecht. Ich hoffe, der Beitrag hat Ihnen gefallen. Alles Gute Ihnen und bis zum nächsten Video.